Why is this taking so long? Erstmal. Ach so, deswegen geht das nicht. Und so, dann haben wir das schon mal. Zack. Dann brauchen wir noch das Spiel und dann können wir auch loslegen. Und zwar so. Zack. So wird doch dort draus, Leute.
Mache ich mir jetzt hier noch ein bisschen lauter. So. Dann können wir mal gucken, ob wir es geschafft haben. Wir sollen nämlich innerhalb von weniger als 10 Minuten sollten wir hier zu diesem Hotel, das eben jetzt, wo ihr da euch die geile Mucke reingezogen habt, habe ich das mal schnell im Hintergrund gemacht. Ja, jetzt auch schön, wenn ich jetzt noch irgendwie hochkommen würde. Na, danke schön. Hoch und rechts, noch ein hoch, geht aber nicht. So, Loot können wir später. Ah, hier geht's hoch. Was zur Hölle tue ich hier, Blatt? Noch höher, Bruder. Sniper oder was ist das? Huch. Ach, hier hört ja gar nichts. So, jetzt aber. Soll ich jetzt hier runterspringen oder was will er von mir? Okay. Сомневался в тебе, друг. Отлично. Ну для чего это было нужно? Да для того, чтобы я мог тебе доверять, Игорь. Для чего же еще? Надеюсь, все это было не зря. Теперь присоединишься к моей команде? Punkte. Kann man die gleich fürs Schleichen einsetzen. So, ich habe natürlich etwas weiter gespielt im Hintergrund. So, das ist aber auch gar nicht schlimm. Ihr habt nicht wirklich was verpasst. Ey. Eine AK. So, kann ich eigentlich jetzt... Das kann ich bauen, ist klar. Ah, jetzt kann ich das Ding endlich bauen. Mit der Zeit Wurmlöcher, diese Maschinen sammeln in der Luft. Tschernobylitstürme sind damit seltener. Wurmlöcher hatte ich ja noch keine, aber das Ding brauche ich. Ich werde mal eben Fenster zumachen. So,
Noch schnell den Turmventilator geholt. So, der schwarze Stalker taucht in den nächsten Tagen einige Minuten später auf. Der Effekt stapelt sich. Diese Maschine sammelt und neutralisiert Tschernobyl in der Luft, was ja auch zu Strahlung führt, erhöhter. Kaboom. So, und das macht die Strahlung noch weiter runter. Bumm. Sehr wichtig. Ja, dass sie ja ein bisschen die Strahlung neutralisieren. Weil durch das Tschernobylit, was ja schön am Sarkophag sich am wachsen ist, erhöht die Strahlung. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Aber ich hatte noch nichts irgendwie Wurmlöchermäßig. Was ich aber habe, sind halt viele Soldatos. Aber das ist jetzt nicht das Problem, was mich hier auffällt. Ist es nicht das, wo der Typ hier drin war? Ja, klar, hier ist doch das. Oder? Nee. Hallo, ich will das einsammeln. Ja, danke dafür auf jeden Fall. Also was ich an Bugs schon jetzt gemerkt habe, ist, wenn man speichert und dann lädt, dann... Antistrahlungsmedizin. Dann ist alles wieder da. Also was man... Also man... Ich könnte das jetzt hier alles einsammeln, Quick Save machen, laden, dann ist alles wieder da. Ja. Und nicht nur die Sachen sind wieder da, die Items, auch die Soldaten sind dann wieder da, ja. Das hatte ich in den einen Level, da musste ich immer laden, weil der eine mich gesehen hat. Ja, und dann waren die halt immer wieder da, ne. Weil ich versuche ja immer noch, die so lautlos und human zu töten, wie es nur geht, ja. Oder zu... Betäuben, wie auch immer, ne? Eigentlich steht da zwar drin, wenn wir die erdrosseln, ja, dann sind die bewusstlos, aber die Soldaten sagen dann, Blair, der ist tot. So, NAR-Soldat. Ist der uns freundlich gesinnt oder warum wird der hier markiert? Ist doch tot. Nicht hier. Bist du nur gekommen, um mir den Rest zu geben, Mistkerl? Blair, was ist mit dir passiert? Das Ding aus der Hölle. Hier, ich hab ein Medkit. Hier, das sollte dich wieder aufpöppeln. Das werde ich dir nicht vergessen. Spassiba. Wie viel Medkit haben wir noch? 2. Ist nämlich gar nicht so unwichtig, hier ein bisschen was für unsere Umwelt zu tun. So, hier erhöht sich die Strahlung. Hier unten will ich definitiv noch hin und was auch immer da ist. So, dann gehen wir hier unten hin. Oder lang, sagen wir es mal so. Vorher mal einen Scan durchführen. So.
mich gerade sagen, man muss ja auch ein bisschen die Äuglein nach oben holen, haben, weil man sonst ein bisschen was übersehen könnte. So wie ich gerade fast. So. Da in die Richtung müssen wir. Na komm. Nein. Geil, Pilze. Wow, wumm. Hä? Wie kann ich denn hier sehen, Bruder? Außerdem ist hier Strahlung. Die nicht zu verachtende Strahlung. Kann ich vielleicht... Kann ich. Weil es egal, wo wir das aufstellen. Ich sollte vielleicht... Erstens mal nicht in seine Nähe bauen. Geil. Zweitens sollte ich mein Gerät hier in der Hand nehmen. Die Strahlung beobachten. So, dann gehen wir mal hier zu El Presidente. Gucken, ob der hier irgendwas versteckt hat für uns. Nein. Ah, schau mal da, schau mal da. Was haben wir denn da? Boah, Alter. Wie Kraftstoff ich jetzt schon habe, ne? Mangelware ist echt Pilze, finde ich. Wow, 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 wow. So, dann erstmal das aus, danke. Werde ich nämlich das Ding bauen. Und noch so ein. Mauer, wenig Strahlung weg, muss ich sagen. Ach, das geht nach oben. Strahlung in der Zone 0. Das geht nach oben. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, wo war das? Da wollen wir mehr als genug. Einfache Revolver, Schrotpatrone, brauche ich nicht. Gasmaskefilter, Metallplatte. Hier kannst du hergestellte Waffenmodifikationen anpassen. So, nee. Brauchen wir auch nicht. Ja, wäre schon krass, ne? Wenn es so eine Maschine gibt, so aus einer Katastrophe noch was Gutes zaubern kann. Ja, was Strahlung entfernt. Na gut, wäre nicht ganz so von Vorteil, weil Strahlung ist ja wichtig. Ja. Ohne Strahlung würden auch wir zerfallen zu Staub. Zu grauer Aschehäufchen. Na? So. Denn auch wir brauchen Strahlung. Zwar nicht die Strahlung, die hier ist, aber Strahlung. So, jetzt genau hier rechts. Gucken, dass hier keiner guckt. Wow. Hallo?
okay. Nimanje, Nimanje. Achtung, Achtung. Strahlung, Strahlung. Danke, dass du dich jetzt doppelst. Nimanje, Nimanje. Achtung, Achtung. Es ist Scheiße passiert. Tschernobylit. Ich höre Kinder lachen. Nicht mit mir, du Spasti. Kiste. Liquidator. Das sind doch diese Feuerwehrmenschen. Hört sich auch so Liquidator, Junge. Ich wurde verarscht. War kein Liquidator. Dann geh ich halt da lang, so. So, hab ich jetzt nochmal... Jawoll. Monsterblockade. Monster-Aktivität-Blockade. Strahlung. Ah ne, das verzögert ja die Dings. Strahlung ist auf 0. Bauen wir das Teil auf jeden Fall. Kabum. Und eins davon. Da haben wir 0 von. Da bauen wir auf jeden Fall jetzt mal eins. Wut. Bumm. Zappelt so eklig. Ich treff dich nicht. Gib mir deine Chemikalien, du Sau. Oh. Mal ein bisschen was für die Umwelt getan, auf jeden Fall. Das ist ja mal nett, dass ne? Ich hier ein bisschen oh nein, da ist doch dieser Psycho-Fuzzi da hinten. Kann ja gleich mal da hingucken. So, was ist das jetzt hier für eine Bruch? Oder ganz hinten? Lul. So, geile Bruchbude hier. Ja, das ist der
Oberkacklord. Oh, da habe ich mich jetzt aber verjagt. Boah, damit habe ich nicht gerechnet. Boah, so ein Wichser. Oh, 4 Level. Lol, dann mache ich sammeln. Muss ich erstmal klippen. Gucken, wie ich mich verschrocken habe. Oh, geil. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet mit diesem Arsch. Diesen kleinen Hinweis. Bla 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 bla. Könnt euch durchlesen, wenn ihr Bock habt. Ich habe nämlich keine Lust zu lesen. So, das ist da drüben. Danke dafür auf jeden Fall. Ach, guck mal doch. Guck mal hier noch rein. Boots. Da. Oder das sind Dingsportale, Monsterportale. Das kann auch sein. Oha, Schalldämpfer geschlossen. Dies, das, Ananas. Jo, wo mache ich denn das jetzt hin? 4 auf die 4 und dann mache ich Gasmaske 5. 4 Gasmaske 5. So. Jo, Bruder. Huch. Wow. Jo, was ist das denn? KGB oder was? Sieh mal, die Toiletten zertrümmert sind, Junge. Das aufschießen? Nein. Ich weiß, dass er hier ist. Ich sehe ihn doch. Da unten läuft er doch bestimmt. Da. Darum sind ja auch diese Feuerdinger. Wow! Ебе. Это плохо для тебя кончится. Alter. Hier ist die scheiß Strahlung. Зачем ты вернулся? Посмотрим на что. О, есть auch Strahlung. Это плохо для тебя кончится.
Hier ist überall Strahlung. Hilfe! Dumme Sau, du dumme Sau. Alter, wie er ausrastet, Junge. Komm, du kleiner Freak. Wow. Schwarzer Stalker ist weg. Er hat keine Energie mehr. Tja. Du dummer Penner. Toll, jetzt weiß ich nämlich nicht mehr, welches Gebäude das war. Ach, dachte ich, noch irgendwas. Mal einfach gucken. Wow. Wow, 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 wow. No, war ja klar. Anti-Tschernobylit-Brenner. Den haben wir aber nicht. Danke dafür. Holy shit. Danke Susanne aus G für dein Follow. Das war laut und ich habe mich ein bisschen erschrocken. Vielen Dank. Und herzlich willkommen. So. Das war doch hier jetzt. Warum? Gut. Dann sammeln wir noch den Rest ein. Aber wisst ihr was? Ich bin hier jetzt mal nicht sneaky beaky. Ist mir egal. Müssen ja auch mal die Waffen benutzen. Jo, wahrscheinlich stirbst du nicht durch einen Kopfschuss, Junge. Das ist ja mal frech. Oh, hoffentlich war das jetzt nicht Anti-Strahlungssalbe, ich Depp. Nein, gut. Suchen. Ja, sucht mich mal. Aber warte mal. Wow. Oh oh. Wow. Da drüben. Guck mal, die schießen durchs Gebäude. Ich weiß, das zerrt ein bisschen an meiner Psyche, wenn ich die jetzt hier alle wegshoote, aber ganz ehrlich, ja, wann mache ich das mal? Gar nicht, richtig. Ich darf mich nicht umbringen lassen, auf jeden Fall. Ah, keine Heilsalbe, das ist natürlich schlecht. Treibt den Wichser raus.
Er hat sich dort verkrochen. Wow, 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 wow. Ich hab gedacht, der schmeißt eine Handgranate. Das war ein Blatt. Ach. Nein, nein. Wir laden. Wir laden. Weil wir sind jetzt gefangen. Und ja, das ist deshalb weiß, weil ich die ganzen Videos rausgenommen habe. Absichtlich natürlich. Weil ich immer keinen Bock hatte. Das hat dann immer so eklig geruckelt. Wo zur Hölle bin ich? Ja, du wurdest erschossen und bist im Gefängnis. Komischerweise, wenn uns ein Monster tötet, sind wir im Jenseits, ja. Aber hier sind wir gefangen, wenn wir erschossen werden. Ich kann mal gucken, ob ich im Haus so einen Topf bauen kann. Zum Menü, ja. Spielstand laden, nein. Nehmen wir das hier, zack. Das sollte das sein. Ты пробрался в зону как призрак. А сколько людей сейчас знает о тебе и о твоей миссии? Die Zone als Geist betreten, wahrscheinlich. Darum jagt mich ja auch eher so ein schwarzer Stalker-Freak mit so einer Atomwaffe. Ich habe gar nicht gesehen, dass oben rechts ein Counter ist. Ach, lass mich raten, jetzt sind wir alle da. Ja, nee, dann habe ich keinen Bock. Also auch selbst, wenn ich jetzt 5 Leute erschossen hätte, die wären jetzt alle wieder da. Was das Spiel einfach komplett einen Schaden hat, so. Nein, ist halt ein Bug, ne? Scheiße ich auf die. Aha. Das für billige Post. Da passt doch nicht mal ein Brief rein. So. So, Leute. Was habe ich gesagt? Immer schön nach oben schauen. Oh. Halt. Das hier ist... hier ist Chernobyl. Lass mich raten. Yep. Aber wir können das aufsammeln. Das leider nicht. Aber hier muss irgendwo ein Dings sein, ein Kristall, mit dem ich das wegmachen kann. Normal. Weil das ist eine ganz normale Dingswand. Von okay. Ich will mal Artyom sagen. Der heißt gar nicht Artyom. Der heißt Chipnook oder so. Chipnook. Chipnook. So, hier waren wir schon. Ah ja, dann sind wir jetzt ja wieder in dem Haus hier. So, da kommen wir nicht lang. Hier ging es, glaube ich, nicht weiter hoch. Nö. Hier war bloß das. War hier absolut nix. Ja, dann, wie gesagt, das haben wir ja schon. Nochmal ein letzter prüfender Blick. Achso, hier waren wir ja.
Stimmt, hier sind ja die Kristalle über uns. Jo, dann haben alles hier erledigt. Jo, haben die Zone ein bisschen geklärt. Dann ab nach Hause. Einfach durch die Wand. Im wahrsten Sinne des Wortes, mit dem Kopf durch die Wand. То, что ты попросил меня сделать, это безумие какое-то, ты в курсе? Более безумное безумие, чем забраться в зону отчуждения и играть в догонялки с военными наемниками? Ладно, подловил. Вот я и говорю, мы можем помочь друг другу. Но имею в виду, это просто временное партнерство. Мы не друзья. Ясное дело, партнер. С нетерпением жду начала сотрудничества. Слушай, кто дал тебе ту музыкальную шкатулку? Один рехнувшийся старикан. На бродягу похож. Обычно я с такими дел не веду, но тут, внутри зоны, клиента выбирать не приходится. Я сделал, что попросили, получил гонорар и свалил. Вся история. Ты сказал, что ищешь кого-то? Кого? Это, конечно, не твое собачье дело. Но раз уж речь зашла о доверии, расскажу. Я ищу своего брата. У меня к нему есть пара вопросов. Ладно, поговорим позже. Ой. Guck mal, haben wir jetzt schon 3 von 5 zusammen. Da, der Mist wächst da hinten immer noch, wie blöde. Я тут подумал, Миша, откуда ты столько знаешь про травы и растения? А что? А что там странно? Я не говорил, что это странно. Просто любопытно. Ты целый справочник составил. Это серьезное дело. Я много учился, между прочим. Ты изучал ботанику? В школе? А? Лучший в мире. В школе жизни. Понятно. Ну, не надо так смотреть. У меня все точно, как в аптеке. Я всю жизнь интересовался растениями и грибами. Самыми разными. Все, что есть в моем справочнике, я испытал на себе. Так что, если тебя что-то не устраивает... Можешь засунуть свое мнение куда подальше. Правда? Но ведь некоторые растения наверняка ядовитые. А у меня крепкий желудок. Ну да, бывали и неприятные случаи. К счастью, меня всегда спасали друзья-сталкеры. Адреналин и промывание желудка стали для меня привычным делом. Звучит серьезно. Ну а как еще понять, что можно есть, а что нельзя? Я это называю научным методом. Тебе тоже его рекомендую. Постой. Ты же вроде сам ученый. Употребление в пищу неизвестных растений и грибов – это не научный метод. Это самоубийство. Но я-то живой пока. Выходит, я прав. Ладно, ладно. Надеюсь, мой желудок такой же крепкий. Уф. Hallo, Kaiser. Mahlzeit. Ihm habe ich schon eine Waffe gegeben. Ja, ganz gut, ne? Bisschen warm, noch ein bisschen kaputt von Wochenende, aber es geht schon wieder. Rücken hat am meisten gelitten, aber dem geht's wieder gut.
Ach, das ist fertig. Perfektes Sammeln. Nein, dann nicht. Wenn das fertig ist, dann brauche ich es ja nicht. Geh. Und selbst, Kaiser, was geht bei dir so? So, ich guck mal, was der andere Spaten mir beibringen kann. Achso. Mr. Parkour. Hab die Affiliate Anfang. Oh, nice, Glückwunsch. Freut mich auf jeden Fall. Ging ja jetzt schnell bei dir, ne? Юра Кирпич был еще тот урод. Да, настоящий. Ты не понимаешь. Но это неудивительно. Тебе... Многие растут в нищете. Но не все... Многие живут в безмолвном отчаянии. И мне наплевать, что там самара. Я сам решаю, что хорошо. Никогда ни о чем не проси. Довольно мрачно. Вижу... Почему же? Я жду, что когда-нибудь оно уганду... So. Перетряхивай сколько душе угодно. Ich gebe ihm nämlich eine Waffe. Kann ein bisschen, ne? Как дела, профессор? Ja, mir geht's kack gut. Привет, Сашко. Как жить на кое-чу? Parkour-Reflexe. 3 Punkte. So, ich brauche aber erstmal das. So. Dann brauche ich einmal Psyche auf jeden Fall. Sag ja, Pilze ist echt Mangelware, ne? Guckst du denn jedes Mal das Bett an, Junge? Что такое? Я всякого в жизни повидал, но как это назвать? Внутри пространственно время. Ты опять, да? Что опять? Используешь эти ваши заумные слова. Извини, привычка. Пильцы halt, ne? Ganz normale Pilze. Точно, как знать. Я верю в науку. Ich möchte mich nicht unterhalten, ich möchte trainieren. Zeige ich dir gleich nach dem Training, welche Pilze. Perfektes Schleichen. Agrishna. Normal, ganz normale Pilze, Steinpilze und sowas. Also es sind keine normalen Pilze, es ist halt Tschernobyl, ne? Sind halt schon, aber die kleben da wohl mit Sachen zusammen anscheinend. Das finde ich aber geil, nicht, dass du hier einfach klickst, zack, hast du das erreicht, du musst auch... leider nicht, nein. Die kannst du auch nicht essen, die Pilze. Die musst du halt verarbeiten, kochen und sowas. Ja, das war ja jetzt einfach. Die ersten beiden Male war es viel schwieriger. Отлично, Игорь. Это здорово повысит твои шансы на выживание. Perfektes Schleichen. Что случилось, Игорь? Was ist los, Igor? Слушай. Ну я сразу... Krishna. Тогда начнём. Krishna. Folge mir. Так. Jetzt schieß auf mein Kommando, kapiert? Jawohl. 5 пуль и 5 целей. Стой ровно, но колени расслабь.
Взгляд на мушке. Каждый патрон на счету. Готов? Огонь! Ноги на ширине плеч. Слегка согни колени для устойчивости. Смотри на цепь. Насчет стрельбы. Идеально. Надо же, профессор. Мы из тебя еще вырастим, партизана. Что случилось, Игорь? Нам war ja Igor fast durch, ne? Слушай. Es ist ja nur noch das. Das beides haben wir ja fertig und das machen wir dann auch noch. So, dann haben die jetzt alle eine Waffe. Ah, so, die AK. Das sind Schrotpatronen. So. Davon was? Das lasse ich mal hier. Ja, obwohl ich... Ja, ich kann fast gar nichts nehmen. Also das und das bleibt auf jeden Fall hier. Keramik bleibt hier. Nee, Revolver brauche ich ja. So. Das brauche ich. Das bleibt hier. Hier, so eine Pilze sind das. Tschernobyl-Pilze. Also eher vielseitig als Drogen oder sowas. So, jetzt habe ich ja genügend dies, das, Ananas. Kann ich jetzt endlich genau, das ist doch mein Ding. So, dann kann ich nämlich das Ding. Vier Schrotchen. Zack. Dann Komfort in der Basis. Schlafstelle 0. Strahlungssicherheit 0. Ja, fehlen mir wieder Pilze, Alter. Ich fasse es nicht. Ich hasse es. So, Strahlungssicherheit und Schlafstelle. Ja, fehlen mir Pilze. Ja, dann gibt es erstmal bloß das. So, mal gucken, ob ich jetzt noch... Nein! Oh, das wollte ich doch gar nicht. Jetzt habe ich mich verdrückt, Junge. Ich könnte ausrasten. Das Ding wollte ich. So, toll. Kann ich nicht bauen. Viel mehr Pilze. Labor brauche ich nicht. Da kann ich bloß, ne? So, das muss erstmal reichen. So. Ja, dann ist die Basis ja schon. Strahlung ist gut. Energieüberschuss ist perfekt. So, dann ist nämlich gar nicht mehr so viel zu tun. Oh, holy shit. Ich glaube, ich löse mich in der Matrix auf, Junge. Tag 10. Der Schutzraum. Есть минутка, партнер? Слушаю. Я умею делать.
небольшие точечные заряды. Само то, чтобы замки срывать. Да, полезная штука. Но мне нужно, чтобы ты собрал пластид, оставшийся после операции с радаром Дуга. Кажется, дело стоящее. Я человек практичный. Херни не предлагаю. Я собрал первую бомбу, когда мне было 8. Могу сделать взрывчатку с чего угодно. И как же такой вундеркинд оказался здесь? Короче, я оставил немного пластита в старом укрытии. Принеси его, а дальше я все готов. Конечно. Я отмечу здание на карте. So, jetzt habe ich hier genug Leute. Что это? Не может быть. Нет. Нет, нет. Okay. Atombombe oder was? Also jetzt sind wir ja definitiv tot. Also hier kann ich jetzt gar nichts machen. Ist bestimmt gewollt, dass man jetzt hier ist. Weil ich ja nicht einmal gestorben bin bisher. Keine Angst vor dem Tod. Es ist, er ist scheint in Zukunft wirst du allerdings zufällig Items verlieren, wenn du stirbst. Es bringt dir also auch Nachteile. Jo, danke dafür auf jeden Fall. Стрела, выпущенная на заре творения и летящая в бесконечность. Универсальная константа, которую не изменить. Reich der Toten gibt's wohl nichts zu looten. Или что-то большее. Четвертое измерение, которое все-таки может меняться. Что-то, что может принимать форму космических струн. Давай, Игорь, измени прошлое. Руки вверх, так чтобы я видел. Пароль. Ностальгия. У нас нет времени на игры, Оливер. Разве ты не видишь, что это я? Ладно, заходи. Окей. А если бы ты мог поменять любое свое решение? Означало бы это, что ты вернулся во времени назад? Nein. Или создал альтернативную вселенную? Это твой шанс изменить принятые решения. Шанс перекроить ткань пространственно-временной реальности. Шанс изменить последовательность событий. Okay. Wow, 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 wow. Jeder ganz einige nun, wenn deine Entscheidung reagiert haben. Wenn du wissen willst, wie sie den Judges beeinflussen kannst, gelben Kristalle markiert. Сашко предложил тебе уничтожить Око Москвы или действовать в собственных интересах. Ты решил сравнять все с землей. Эти события еще не произошли, а наше будущее не предопределено. Возвращайся позже, Игорь. Оливер попросил тебя действовать незаметно и украсть немного боеприпасов из поставки НАР. Ты охотно согласился с его планом.
Михаил хотел, чтобы ты стер сервера НАР. Ты сделал, как он просил, но упустил шанс узнать больше о моей судьбе. Ach, guck mal, das ist jetzt dunkel, weil es nicht richtig war, oder was? Ты спас Михаила от отравляющего газа. Он с радостью согласился присоединиться к твоей команде. Ja, eigentlich möchte ich hier eigentlich gar nichts ändern, so, ne? Hier ist der arme Mann, den wir abgestochen haben. Ja, bis jetzt habe ich ja nämlich noch keine negativen Gefährten-Dinger hier. Schlecht. Hä? Beziehungsstatus schlecht? Oliver riet dir, nur wenige Kugeln von der NAR zu stehlen und sich bedeckt zu halten. Du hast seinen Rat befolgt. Hä, warum ist das negativ, Bruder? Эти события еще не произошли. Das ist Michael. Beziehungsstatus schlecht, neutral, gut. Kann ich das jetzt mehrfach ändern oder nur einmal? Oliver, попросил тебя действовать. Готов изменить воспоминания. Оливер, вижу ящики. Выглядит... Отлично. Да не слушай. Помни, что это Игорь. Я все же рискну. Не так часто выпадает возможность... Ah, jetzt bin ich bei dem neutral und er sagt jetzt hier, guck mal, war scheiße, dass du es gemacht hast, aber ich bin bei allen neutral auf jeden Fall. Ah, jetzt verstehe ich deine Frage, ob man dadurch größer wird, wegen Super Mario. Ah, lul. Uff. Das hat ja jetzt gar nicht lange gedauert oder so. So, 20 Minuten. Das kennen wir doch schon. Я Ольга. Мы с моим отцом Матвеем заботимся о беженцах и самоселах в зоне. Это все, что вам сейчас нужно знать. Пожалуйста, приходите в поселок. Я не о себе беспокоюсь. Вы сделаете доброе дело. Если буду...
Ich komme bei Gelegenheit vorbei. Stimmt so. Das hatten wir ja gerade, ne? Kennen wir auch schon. Hast du noch mir irgendwas zu sagen? Ja, Gott sei Dank nicht. Ach, guck mal, hier ist das, was wir jetzt gesprengt haben. Guck mal, das ist auch weniger geworden. So. 77, 36, 80. Alles nicht so rosig bei denen hier. Bleiben halt alle in der Basis, so. Kann ich auch nichts dafür. Roter Wald, Zeug, Ulga. Ja. Sollen sie ja eine Basis halt abschimmeln. Это Ольга. Похоже, она там всем заправляет. Железная женщина. А все эти самоселы говорят, вместе можно и море осушить. А можно ли вместе отыскать давно утраченную любовь? So. Na, wow. Holy shit. Der da eigentlich gemacht. Заперты в кристаллах чернобылита, раздавлены, задушены. Ага. Guck mal, Warzone ist auch dabei. Da hinten diese grüne Wolke.
So, war hier was? Ich habe keine Soldaten gesehen. Ihr? Oh lol, hier haben sie Menschen verbrannt. Jo, was für Bastarde. Oh. Warzone, Bruder. Erstmal eine Weste anlegen. Oh, die ist schon fast kaputt, oder was? Benötigt Metallplatte. Kann ich nachher einen von meinen Leuten geben. Pilze, Schem. Ja, gut. Monsterblockade, minus 4. Plus 5. Strahlung ist ja weg. Bezögert, bla bla bla. Stürmer. Jetzt bin ich schon im grünen Bereich, oder was? Das geht nicht im grünen Bereich, oder wie? Nö. Dumm. So, wenn ich einmal so viel Pilze habe, dann gönne ich mir das schon mal. Okay, weil ich das aufgestellt habe, kommen jetzt Monster. Gut zu wissen. Achso. Zweimal treffen, du Vollidiot. Dämlicher. Oh, jetzt die Rüstung fast im Dutten, ey. Geil. Gut gemacht, Chiminook. Ich weiß hier nicht irgendwie, wie wir heißen. Da müssen wir hin, also gehen wir da lang. Erst die Fragezeichen. War mir ja schon fast klar. Lach doch gerade da. Reicht das wieder, um so ein Ding zu bauen? Das brauchen wir nicht. Monsterblockade brauchen wir. Zack. Ihr Drecksviecher. Sagt ihr jetzt dazu?
Hä? Divers, so. Ich das Falsche gescannt, ich Trottel. Ja, erstaunt, dass gerade keine Monster kommen. Aber wir sind im positiven Bereich. Das heißt, die Zone ist freundlicher. Na? So, was haben wir hier Schickes? Bestimmt ganz viel Strahlung. Nö. Digga, jetzt können wir hier schon fast nackt laufen. Wow, 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 wow. Oh, das ist so ein Heavy. Das ist doch nicht dein Ernst. Oder? Nee, doch nicht. Oh oh. Jetzt sagt er, Bliert! Er ist am Boden, Bliert! Was hier passiert? Gar nichts, weil du jetzt auch dran glauben wirst. Du Penne! Gib mir den Loot, Junge. Okay, das hat sich falsch angehört. Okay, bleibt immer bei minus 1. Und Strahlung 0 und Stürme, ja. Gut. Können wir halt nur die Stürme halt neutralisieren noch. Oder das erhöhen. Werde ich vielleicht noch 2 von bauen und dann reicht das auch. Sind ja im positiven Bereich. Also die Zone ist halt echt clean, wenn du so willst. Was soll er tun hier? Tja, Patrouille schieben, Kollege. Und jetzt hältst du ein Nickerchen. Oh nein! Der schwarze Lackaffe kommt. Es kündigt sich an. Hallo? Chiminook, ich habe dich entdeckt, weil du so Dinge aufgestellt hast. Ja, das ist schön für dich. Du kranker Psychopath. Ist da gerade ein Vogel gegen den Dings geflogen? Ist aber echt viel Loot, muss ich sagen. Jo. Schrotflinte des Todes, oder was? Ich glaube, mein Inventar ist bald voll, wenn ich so weitermache. Mehrschusspumpe.
Wärmebildsucher, lul. Das müssen wir erstmal ausrüsten. Jo, wahrscheinlich. Gar nicht übertrieben oder so. Keramikplatte, Dietriche. Jo, wahrscheinlich. Ja, wenigstens hat er uns einmal kostenlos Dietrich gegeben. Nett. Auf jeden Fall. Hier oben rechts noch hin. So, im Wald gibt's oft Pilze. Ah, sag ich. Kann ich nämlich das Ding hier bauen. Ich bin der komische schwarze Stalker. Ich reg mich auf, weil er die Stürme beenden will. Lul. Aha. Kreide. Wow, 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 wow. Aber ich muss da ja durch. Pflicht ist nicht zu hoch. Die Strahlung. Die ist generell schon zu hoch. Alles über einen Wert von 1 ist zu hoch. Sollte man sich nicht länger aussetzen. Auch ein Wert von 0,5 ist ziemlich hoch. Спокойно, я просто ищу запчасти. Что? Говори громче. Я просто ищу запчасти. Да не ори ты. Здесь опасно. Почему опасно? Что за вопрос? Из-за НКВД, конечно. НКВД? Тайная советская полиция? Кен ich alles schon. У тебя. А что ты? Могу тебе немного хлама. Я хочу обменять патрон. Тебе удалось на взгляни. Газмаска. Wie immer nichts dabei für mich. Schade. Da finde ich momentan besonders viel, finde ich. Pilze halt aber kaum. Dabei sind sie halt super wichtig.
wenn dieser Dreckscanner nicht immer so lange bei euch brauchen würde, ne? Этот Козлов, похоже, важная шишка. Может встретиться с ним и спросить про Татьяну? Просто сиди тихо, ладно? Уверен? Не могу уже. Может, нам лучше... Решил сразиться с монстром? Да? Давай. Но я запру дверь изнутри. Ну уж нет! Тогда заткнись и не рыпайся. Я что-то слышу. Toll. Muss man Motor auseinandernehmen. Oh, da sind Pilze. Weiß ich ja, was ich direkt noch hier hinstellen kann. Na, okay, nicht, vielleicht nicht direkt hier vorne. Was, Tschernobyl-Stürme? Was? Ha? Hallo? So, wie komme ich denn jetzt da runter, Bruder? Das ist doch schon wieder bescheuert, ey. Ja, vielleicht dadurch. Das kann natürlich sein, ne? Oh oh. Oh, hab ich ein Glück gehabt. Manchmal, ne? Nein. Черт, я не могу пристрелить собаку. Не могу, и все тут. Слушай, я понимаю, что это нелегко, но эти животные по-любому умрут. А до этого успеют везде радиацию разнести. Считай это жестом милосердия. Это же просто полная жопа. Кто-то здорово накосячил, и этот кто-то должен за все ответить. Пусть руководство партии занимается этим. У нас есть своя работа. Ich glaube, ich hätte hier nicht rüberspringen sollen.
so den ganz leisen, dummen Verdacht. Sonst kann man nirgends so rüberspringen, aber da, weißt du. Hier klettert er ja auch nicht hoch. Sonst würde er da hochklettern, so wie hier. Man muss doch da irgendwie runterkommen. Bin doch jetzt nicht blöd, oder? Ja, hier ist unser Schlossertyp. Dann habe ich keine Ahnung. Ach hier, lul. Aha. Da hat sich die Frage auch schon erledigt. Dann ja, können wir ja zu unserer Freundin gehen. Ups.
Okay. Where? Welche Kräuter hier sind. Holy. Ah, nice. Chemikill. Kann ich ja bald diesen dummen Schredder endlich mal bauen. Я Игорь. Ольга просила прийти. Ольга! К тебе какой-то чудило! Игорем звать! Ты его знаешь? Или всадить ему пулю между глаз? Все нормально! Открой ему, Марко! Ну, привет! Слышал, ты из той компашки, с которой даже Нарс сыт связываться. И скольких ты уже завалил? Я даже не знаю. Как-то не задумывался. Уже счет потерял, да? Молодцом. Продолжай в том же духе, и мы их одолеем. Вот увидишь. К Ольге обращайся по всем вопросам. Профессор Хименюк, полагаю. Рада познакомиться лично. Нам предстоит большая работа. Я пришел. И о чем ты хотела поговорить? Несколько дней назад кто-то украл наши припасы. Мой муж, Костя, пошел по следу воров. Теперь и он пропал. А потом к нам заявились какие-то наровские шестерки. Сказали, у них есть пленник, которого они хотят обменять на что-нибудь ценное. И ты думаешь, это твой Костя? По описанию похоже. Я бы что угодно отдала, не раздумывая, но, как видишь, у нас нет ничего ценного. Этот поселок, которым ты управляешь, потрясающее место. Никогда бы не подумал, что... что посреди зоны живут обычные люди. Ты прав. Мы не обычные люди. Мы охотники. Знаем эти леса как свои пять пальцев. А что насчет тебя? Ты слишком молода, чтобы... Помнить Чернобыльскую аварию? Ну да. Я приехала с мамой из Минска после того, как умер папа. Я тогда была подростком. Мама была доктором. Она хотела помочь жертвам радиации в зоне. Здесь она встретила Матвея, и они друг другу понравились. Потом появились бойцы НАР и здорово нас прижали. Фашисты проклятые. Мама исчезла. Это было много лет назад. С тех пор обо мне заботился Матвей. Он меня всему научил. В Минске я была просто девочкой Эмма. Здесь я королева леса. Костя приехал 2 года назад с врачами без границ. Он остался из-за меня, но... ну, остальное тебя уже не касается. Ну что ж, вижу, ты по-настоящему заботишься о своих людях. Это мне нравится. Я постараюсь тебе помочь. Обещаю, ты не пожалеешь. Друзья всегда могут рассчитывать на наше гостеприимство, а врагов мы встречаем с дробовиками. Да, и вот еще. Эти гады, которые забрали Костю, наверняка наши припасы до сих пор у них. Хочешь, чтобы я и припасы вернул? Если получится. Но только после того, как спасешь Костю. Само собой. Твое желание
закон. Я чё? Похож на болтуна. Говорит главное. So gefällt mir das. Эти уроды забрали нашу еду и знаешь, что сказали? Что? Всего лишь три приема пищи отделяют человечество от абсолютной анархии. Мне кажется, это Ленин сказал. Точно, Джон Леннон. Умный был мужик. Джон Леннон. Гу-гу-гу-гу-гу, Джо. Was für ein Vogel. Ты к Матею? Становись в очередь. Нужно своей очереди подождать. Мы тут не дикари. Все по правилам. Ладно, постою в очереди. Отлично, видишь? Так и строится цивилизация. По кирпичику. Typ bei der Scheune. Du meinst, я тут балду пинаю? И что с того? Проваливай. Besser Name einfach Typ bei der Scheune. Чатя, ты потерялся, что ли? Я за поросятами присматриваю. Такие хорошенькие, тем даже имена дал. Ромашка, Дарья, Ваня, Мина, Юся и Ося. И Демьян. Дональд Трамп, или что? Когда вся еда закончилась, придет... Боже мой! Вот скажи... Glücklich sehen die ja nicht aus. Und so viel Schweine wieder aufgezählt hat, sind sie auch nicht. Auf hier. Mann, Mann, Mann. Natürlich sind jetzt hier einfach Soldaten. Lol, sein Kopf ist geplatzt. Lol. Da, einfach geplatzt. Thank you.
Nö. Er rafft gar nichts mehr. Eben gerade noch völliger Alarm gewesen. Und jetzt so. Einfach die Hälfte von seinem Kopf so. Kranker Scheiß. Beruhig dich, Shiminuk. Alles gut, Bruder. Alles gut. Es sind nur Köpfe geplatzt. Ach nö. Kommt er jetzt oder was? Oder kommt da die Warzone da hinten? Was denn nur? Sieht aber auch strange aus so. Einfach so abgehackt. Ja, er kommt. Kann ich da. Komm ich Schaden, wenn ich hier reingelaufen? Nein. Ja, ja, dann komm mal, du blöder Affe. Mal können wir hier wieder dieses Tanzspiel spielen. Ja. Mal können wir hier ums Haus rumlaufen. Bleibt denn er jetzt? Ich hier Revolver Moon. Einfach haben. Allgemein, wie viel Shit wir dabei haben. Brauche ich nicht. Heb ich mir auf. Mann, wo bleibt denn der Affe, ey? Da kommst du jetzt oder kommst du nicht? Muss ich erst in die Warzone gehen. Mal wetten, wenn wir genau den Rand berühren, dann will er Gasmaske haben. Nee. Ist da überhaupt irgendwas? Nee. Oh, klar. Höh? Okay. Ist das gewollt oder? Ich glaube wohl nicht. Wow. Ich warte ja endlich, dass er kommt, aber hat wohl keinen Bock. Oder so, keine Ahnung. Da ist dieses Tscherno-Furz. Genau. Deine Taschen sind voll. Ich fasse es nicht. Ich raste aus. Ja, bringt mir ja nichts.
Dann werde ich wohl die Mission machen, wenn er jetzt nicht kommt. Oder Pech. Pardon. Hallo, ich bin der Neue. Wie? Das war's schon? Ja gut. Vielleicht sollte ich ihr nicht die Wahrheit erzählen. Ich glaube, sie wird mir in den Kopf schießen. Aber was sagst du dazu? Scheiße, zieh mal auf. Ja, natürlich. Зачем ты вернулся? Посмотрим, на что ты способен. Зачем ты вернулся?
принес ваши припасы. Потрясающе. А что насчет похитителей? Просто говнюки из НАР решили подзаработать на стороне. Больше они вас не потревожат. Вот и отлично. По этим гадам никто скорбеть не будет. Ты меня выручил, Игорь. Ты человек слова. Да, кстати, Костя так и не вернулся в лагерь. Если встретишь его, скажи поторопиться. Он нам нужен. Он нужен мне. Хрен его знает, на что ты рассчитываешь со своей правдой. Ну вперед, валяй. Не терпится взглянуть на ее реакцию. Да, я встречал его какое-то время назад. Я видел его в кабачах. Мы повздорили. Он не сказал мне, кто он, и я... Он мертв. Мне очень жаль. Я не хотел, чтобы так получилось, но ситуация вышла из-под контроля. Я был вынужден, понимаешь? Нельзя было рисковать. Из-за него я мог никогда не найти Татьяну. Что ты сказал? Ой, ну бога ради, а! Никаких перестрелок в селе, ты ж сама вела это правило. Ну, кроме того, мы же не так вопросы решаем. Нет, именно так я решаю такие вопросы. А ты, ублюдок, я с тобой еще не закончила. Ясно тебе? Оглядывайся почаще, потому что я никогда тебе этого не прощу. Dafür ist bestimmt die Kammer da. Jetzt raff ich das. Man kann so eine Kammer bauen. Da kann man sich dann umbringen. Ah, und dann bin ich da in dieses Ding und dann könnte man das ändern. Ohne Items zu verlieren. Logisch. Ich eigentlich nicht, weil der Revolver ja jetzt schon die Leute mit einem Schuss tötet. Der konnte mir, glaube ich, nichts mehr beibringen. Ist ja nicht so, dass sie das schon kennen. Training. Vier Punkte. Привет, Игорь. Привет. И смотри, ученый, кажется, поговорит. Это я все равно это. Не прав. Привет, Саша. Training. Ja, nee. Boah, ich erstmal nicht alles. Achso, ich kann hier mal die Platte geben. Как дела, профессор?
Давай снаряжи. Перетряхивай. Так. So. Dann baue ich nämlich erstmal jetzt diese komische Badewanne. Genau das Ding brauche ich nämlich. Und dann will ich noch den hier bauen. So, alles noch im grünen Bereich. Jawohl. Tot. Das ist nicht das Ende, Igor. Dann machen wir das nämlich rückgängig, dass wir ihn abgestochen haben. Ja, guck mal, liegt da. Ты нашел припасы, но кто-то другой добрался туда первым. Давай изменим хронологию. Эй, не стреляй! Руки подними. Что? Не буду вр... Ну ладно, ладно. Ну эти приду... И что? Ну, само собой. Любопытно. Ага. Ну и близ... Ты в зоне не до... Откуда ты это узнал? Мне нужно идти. Кто это... Да. Gut, da brauchen wir erst noch diese Kristalle dann. Ah, wir haben ja jetzt die Maschine, wir können ja immer wieder hier rein. Genau, ein Kristall fehlt uns noch, ein Chernobyl-Kristall. Können wir das ändern und dann ist Olga auch nicht böse auf uns. Nein, braucht die auch nicht rumflamen, die Alte. Dass ich hier einen Mann abgeschlitzt habe. Nee, die Pumpe behalte ich. Revolver kommt weg. 20 Millionen Revolvermunition brauchen wir safe nicht. Igor. Windows 95, Bruder. Oh, hier ist ja noch so ein Ding.
So. Ja, haben wir ja ordentlich zugelegt an Ressourcen. So, das weg, das weg. Das behalte ich noch alle. Ja, Revolvermunition ist okay. So. Was können wir denn noch schicket bauen? Achso. Betten. Labor. Hab ich das schon, oder?
produziert Revolver schon. Achso, dann kann ich die Waffen herstellen. Alle Schrotflinte. Gewehr. Produziert molekularen Plasmawerfer. Tarnrüstung, Metallplatte. Okay. Taktische Rüstung, okay. Schwere Rüstung. Ja, ganz ehrlich. Das Ding brauche ich hier eigentlich nicht. Das vielleicht später, aber vielleicht auch gar nicht. Zylinder, what the fuck? Ja, komm, dann. Есть минутка, партнер. Слушай. Кажется, дел. Конечно. Я отмечу. Принято, но я знаю. Хитро. Я знаю. Я про. Только. Ну и хрена ли мы делаем? Er hat noch keine Rüstung. Er ist dann der Nächste, der Rüstung kriegt von mir. Eigentlich Kräuter und so hier unten erstmal reinpacken.
schicken wir mal alle los. Mal gucken, ob sie was hinkriegen. Bums. Ja, für Bums bin ich bekannt, Leute. Сашко, я на месте. Да ты без проблем найдешь его. Одноэтажное здание на границе Ока Москвы. О, jetzt kann ich ja hier rein, endlich. Кажется, я знаю, где это. Komme ich jetzt auch hier rein? Ja. Geil. Hier konnte ich nämlich vorher nicht hin, weil hier übel die Strahlung war. Oh, ja gut. Habe ich gesagt, das Spiel ist brutal oder das Spiel ist wohl brutal. Uff, hier, ich will hier rennen.
in der Hut. Кто здесь? Что ты? Я что? Что? У тебя? А что ты могу? До встречи. Man dasselbe sagt, ist ja ein bisschen traurig auf jeden Fall. Oh, das war ja letztens noch nicht verbrannt. Wo sucht denn er nach mir? Am A der Welt oder was? Das denn schon wieder sein hier.
komme ich ja nicht runter. Da ist ja dieses Tscherno Shamishumi Elite. Keine Ahnung, wo man da hinkommen soll. Noch ein Fragezeichen. Das für die Schrotflinte. Ach ne, ich will zum Fragezeichen. Ach, er war das Fragezeichen, lol. Hier unten ist noch was. Endlich kann man hier mal alles aufmachen, ey. Er rafft gar nichts so. Du, 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 du. Wie, das ist ein explodierter Kopf. Revolver-Moon man bekommt. LOL! Hä? Er ist doch genau an die Leiche vorbeigegangen. Juckt ihn halt einfach nicht so. Doch, hier erst genau hier lang gegangen. Ja, ist ganz normal, dass da einer liegt oder was. Naja, ne, müssen die wissen. Nicht mein Bier. Ach, lass mich doch hier durch.
Wow. Gut gemacht. Guck mal, hier ist das Duga-Rodor, was ich in die Luft gejagt habe. Aber hier komme ich ja auch nicht drüber. So. Wow. Ah, kann ich das jetzt hier... ja. Nee, das ist weiter hier. Еще один замечательный... Не страшно здесь? Уже я... О, про... а? Конечно. Ну да ладно. Я кое-кого... Она работала на электро... Она пропала. О, про... За... И... Уда... Ладно. Думаю, я... Удачи, ство... Спасибо. Спасибо. Kräuter, ich brauche aber Pilze. Ganz viele Pilze. Na los, mach hin. Juckt ihn auch nicht, dass sein Kumpel da liegt, so der pennt bestimmt oder so. Wow.
Pandas. Hier, Treppe. So war das. Immer schön alles aufsammeln. So, jetzt können wir unseren Sprengstoff und dann sind wir hier fertig. Lul. Oh ne, das haben wir ja. Schade. Schade. Ach, guck mal. Wenn man den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Ach hier, Lul. Сашко, я нашел коробку, но она пустая. Какие-то ошметки валяются и... А крысы могли растащить твои заряды? Вот дерьмо! Эти твари, должно быть, не слабо проголодались. И что теперь? Без взрывчатки работы у нас с тобой прибавится. Я могу сделать смесь с нуля, но для этого мне понадобятся ингредиенты. Только сначала надо разобраться с крысами. В смысле? Детонатор у тебя. Жми на кнопку. Это еще зачем? Чтобы отправить этих гаденышей в крысиный рай. Нефиг им там шнырять с моей... Ладно. Отправлять. Ничего? Блин. Ты реально нажал на кнопку? Охренеть! Ничего не случилось. Конечно, ничего не случилось, дубина. Он не настоящий, но, блин, Игорь Хименюк. Профессор, любовник, пироман. Очередная идиотская шуточка. А знаешь, я уже даже не удивляюсь. Это не настоящий детонатор, болванка. Я просто решил тебя подколоть, профессор. Поверь, я не стал бы рисковать жизнью моего храброго партнера. Но тебе все равно придется тащиться в другой мой тайник за нужными ингредиентами. Он рядом с переходом между зданиями. Сашко, я нашел здание, но тут полно бойцов нар. Похоже, они знают про тайник. Есть идеи? Говнюки. Наверняка они меня еще раньше выследили. В следующий раз предупреждай, будь любезен. Ты совсем разберешься, дружище. Не надо себя недооценивать. Спасибо, но... Связь прерывается. Сигнал пропадает. Игорь, помехи. Сашко! Сашко! Черт!
Я нашел твои ингредиенты. Круто. А то я уже решил, что потерял любимого подельника и соучастника. Ты что, шутить пытаешься? Ну, пытайся дальше. Сашко, ты знаешь, чем динамит отличается от нитроглицерина? Так вот, я хочу, чтобы ты был стабильным, как динамит, и не был, как нитроглицерин. Если хочешь приготовить омлет. Раз ты такой знаток яиц, мог бы помочь. Не, это не по моей части. Fehlschlag, was für ein Penner, ey. Привет, Миша. Слышал про... После чер... Какой-какой, Макс? Миша, ты... Говно, споры... Отлично. Отлично. Слушай внимательно, молокосос. Для выживания в зоне тебе нужно... О, машина, ура. Скрытность, шпионаж, экскурсии. А что не так? Устраивать экскурсии и прикинь. О выживании. А, точно. Среди множества нам можешь угадать, какой? Понятия нет. Тогда я тебе скажу. Это вижу, ты не впечатлен. Знаю, звучит не так круто, как прыжки с вертолета или умение. Но это все по части нашего солдата. А теперь представь, что тебе нужно протащить три ящика. А все почему? Потому что и теперь. Ты обломал кому-то... Прошу прощения. Но эту катастрофу еще можно... Посмотри, как я складываю химикаты. Металлолом... Если возникнут проблемы, я... Отлично! Вот... Ага. Йо, wahrscheinlich. Was kostet der nächste Slot? 8 Punkte oder was? Миша, ты всякое... Говно, споры... Только прямо... Was ne andere Kaspa? Как дела, Игорь? Расскажи, ты... Юра Кирпи... Да. Ты не по... Многие... Многие... И мне... Я сам никак... Да вот... Почему? Привет, Сашка. Как жить на кое-чё... Отлично. Отлично. Знаешь, в твоем возрасте от таких тренировок можно и надорваться. Но ты вообще все по красоте сделал. Можешь собой гордиться. Не стой столбом. Давай, шевели копытами. Упал на живот. Лежать. Давай. А я прямо в пи***ь. So, dann haben wir das nämlich schon erledigt. Ich hätte gerne das. Und davon zwei.
Danke dafür. Dann davon 3. Oh, 4. So, danke. Dann hier rein. Ja. Wow, das ist nämlich rückgängig, dass wir den abgestochen haben. Wird zwar dem einen nicht gefallen, aber ist mir egal, was ihm gefällt oder nicht. Soll er halt gehen, Bruder. Нашел припасы. Давай изменим. Эй! Руки поднимешь. Что? Не, ну, ну, и что? Само собой. Откуда? Кто? Прости. Так ты выходит. Ага. Да, diese Erinnerung. Тебе удалось вернуть припасы, но ты сомневался, говорить ли Ольге про Костю. Может, надо было пригласить ее в команду? Ты решил сказать Ольге, что Костя мертв. Она в отчаянии. Готов изменить ход истории, Игорь? Я принес... Да, кстати, Костя так и не вернулся. Если встретишь... Думаю... Ты встретил Костю. Его схватили и держали в заложниках солдаты НАР. Костя, ты оставил его в камере. Hä? Ich habe ihn doch nicht verrotten lassen. Ach, jetzt muss ich die beiden noch mal neu machen, Bruder. Ты встретил Костю. Ты... Давай изменим. Jetzt brauche ich noch so ein Kristall, Bruder. Nein, 2 sogar. Nee, 6. Autsch. Vielleicht reichen ja 3, wenn ich ihn befreit habe. Schade, schade, ne? Scheiß Kräuter habe ich mehr als ihn noch, ey. Эй, старина! Я весь не... Как ты знаешь, я приехал в Чернобыль. Ты упоминал брат... Да, Руслана. Вы бросили вклад на...
Руслан сделку. Договор. Принято, носорог. Я про... Только... Beziehungsweise schlecht. Ah, es ändert sich noch, wenn Olga uns beitritt. Safe. Dann weint er bestimmt nicht mehr. Wohin soll er gehen? Wir haben alles gelernt, was wir wollen von ihm. So, hier würde ich aber jetzt erstmal schon mal Schluss machen. Weil... ich mir jetzt nämlich was essen machen werde. Falsche Richtung. So. Und deswegen schauen wir mal, wer gerade so online ist oder auch nicht. Ja, komm. Ist nur Pizmeet online. Sonst keiner. Ich guck mal hier rein. Ja, perfekt, ist gerade offline. Ja, pf, dann bleibt ja nur Pizmeet, ne? Von den Leuten, die ich hier habe. Dann machen wir einen Raid zu Pizmeet. Die spielen Counter-Strike Global Offensive, auch CSGO genannt. Dann wünsche ich euch auch einen schönen Resttag. Weiß ich nicht, ob ich noch heute mal online komme oder so, keine Ahnung. Ansonsten haut da rein. Man hört sich und ciao, ciao. Küsschen.